Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 297 und stehen hier beim JCB. Um den geht's gar nicht. Wir drehen uns um und um den geht's. Richtig, wir haben hier einen placeable oder platzierbaren Dealership. Er passt sich von der Höhe her so ein bisschen an, glaube ich. Aber ihr seht, die Grastexturen oder sowas, Texturen deckt er nicht ab. Also ich habe mir jetzt hier so mitten reingelegt, damit man den Unterschied sieht. Also so sieht es aus, wenn man Unkraut durchwuchern lässt halt. Ne? Das Ganze ist auch halt hier. Hier haben wir einen Servicebereich, den kann man aufklappen. Ne? Und hier kommt man in den hinteren Bereich vom Dealership. Die Türen und Tore hier gehen alle auf. Hier vorne gibt es anscheinend noch einen kleinen Showroom extra, auch hier gehen die Türen auf. Ja, also, ne, wer es braucht, ne? Warum nicht? Schreibtisch ist da, Computer ist da. Ne, ihr seht selber, aber hier, ich habe jetzt hier keine Funktion sozusagen, die ich jetzt hier gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ob das gute Stück eine Funktion hat. Also, R-Menü öffnen. Schildkonfiguration. Ah, ich habe hier eine Nummernschildkonfiguration gehabt, warum auch immer. Nein, das ist wahrscheinlich eine Schildkonfiguration für den Laden, oder? Ich probiere es nochmal aus. Textfarbe, Nummernfarbe. Wir machen mal überall A hier hin. Schildfarbe grau. Und sagen aktualisieren. Müssen wir gucken, steht irgendwo jetzt was dran? Ah, da ist ein Schild. Aus irgendeinem Grund kann ich es nicht lesen, aber man kann auch was dran schreiben. Also das ist ja schon mal ganz witzig. So, ja, aber wie gesagt, Service, gehe ich davon aus, dass hier vielleicht auch irgendwo eine Werkstattoption ist. Da ist eine Open Door. Hier ist auf jeden Fall eine Lichtanfunktion. Die gilt für den kompletten hinteren Bereich hier. Das ist auch schon mal alles okay. Ich habe jetzt hier keine Konfigurationsgeschichte. Die Hebebühnen funktionieren. Aha, okay. Jetzt haben wir es. Wenn wir also das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren, dann kommt das Werkstattzeichen aus dem Boden. Und dann kann man was machen. Wenn ein Gerät zu groß ist, kann man es wahrscheinlich dann einfach hinnebenfahren. Das wird wahrscheinlich dann immer noch reichen. Hoffe ich wenigstens mal. Ja, also, das ist doch schon mal gar kein schlechter Ansatz. Man müsste natürlich nur ein bisschen anderen Untergrund wählen, wie ich, ne? Das sah nicht ganz so rosig aus, das gestehe ich zu, aber ja, warum nicht, ne? Zeige euch natürlich auch im Shop. Finden wir unter Diverses, soviel ich weiß, und Dealership kostet auch ganze 100. Warum das nur 100 kostet, weiß ich nicht, aber es kostet 100. So, okay, wir machen weiter. Dafür steigen wir in dieses gute Stück hier ein. Schmeißen wir eine Runde den Motor an und fahren einfach nur ein Stückchen rückwärts. Hier habe ich nämlich eine graue Fläche und auf dieser grauen schönen Fläche hier seht ihr Bodenplatten. Das sind nämlich drei der Mods, die wir heute haben, sind alleine Bodenplatten in verschiedenen Größen. Das ist einmal ein graues Set, so wie ihr es jetzt hier seht, noch ein anderes Set in Rot und eine große rote Fläche. Zeige ich euch dementsprechend aber auch. Das sieht so von den Texturen her eigentlich ganz okay aus. Man sieht schon Kontrast zum normalen Grau hier. Ne? Und das sind einfach Bodenplatten, die könnt ihr wie ein Puzzle zusammen eure Wege basteln. Man hat halt ein L, man hat halt ein Kreuzung und ein gerades Stück und dann kann man halt sehen, wie man sich die Wege zusammenbastelt. Ja? Also schon eine schöne Geschichte. Ich werde euch die Wegeplatten und das dann gleich alles mal insgesamt zeigen. Deswegen gehe ich jetzt noch nicht gleich in den Shop, sondern wir fahren erstmal noch ein Stückchen. Fahren wir erstmal am Shop vorbei, hier hätte ich fast gesagt, am Dealership. So. Können wir auch nochmal gucken, wie der von außen aussieht. Da seht ihr, ne? Ich habe ja Licht angelassen. Ne? Ja, okay. So, ja, wir fahren mal eine Runde hier ins Nachbargebiet. Ja, ich weiß, ich muss die Karte unbedingt mal anpassen, aber irgendwie finde ich es auch witzig hier zu fahren. So, die nächste Geschichte ist eine große Fläche. Hier seht ihr es selber, das ist wie so ein, ja, Marktplatz, ne? Fußgängerzonenplatz. Schön gefliest mit Grau eingefasst. Ne, gefliest, sag ich schon, gepflastert, würde ich sagen, natürlich. Schön mit Grau eingepflastert. Übernimmt die Rasentexturen leider, weil lässt durchgucken, deckt nicht ab. Und es ist einfach ein großes Feld. Das ist nicht viereckig, das ist ein leichtes Rechteck, wie ihr seht.
Wir müssen also in die eine Richtung eine ganze Ecke länger laufen wie in die andere. Sonst texturmäßig sehr schön gemacht. Wenn man den Platz hat oder eine Karte selber vernünftig gestaltet oder irgendwas anpasst, dann kann man natürlich auch damit arbeiten. Und hier passen die Wegplatten natürlich auch ran. Ja? So, und die dritte Variante, die sieht im Prinzip so ähnlich aus wie das, was ihr gerade eben gesehen habt bei den Grauen. Bloß hier sind wir jetzt bei den gepflasterten Varianten, was also dann mehr so einen bürgersteigmäßigen Part abgibt, dann schätze ich mal. Ne? Sieht also aber sonst so auch sehr gut aus, finde ich. Ja? So, jetzt zeige ich euch die drei Sachen mal im Shop. Die sind nämlich alle beieinander. Läuft unter Dekoration. So, und da habt ihr Nummer 1. Die kosten jeweils immer 100. Das ist der große Square. Das ist also die große Fläche. Kostet auch 100. Und da seht ihr das Ganze dann in den rötlich gepflasterten. Kostet auch alles immer 100. Also könnt ihr euch dann selber Wege mitbauen, ein bisschen was anlegen. Je nachdem, wenn ihr selber irgendwo ein bisschen auf der Karte rumgebastelt habt mit dem In-Game-Tool, kann man natürlich dann so ein bisschen was draus machen. So, ja, das ist doch schon mal gar nicht mal so übel, würde ich sagen. Jetzt geht es aber hier ganz übel weiter, weil wir sind jetzt schon bei zwei Mods wieder angekommen. Eins sehen wir jetzt nämlich direkt vor uns, ist nämlich dieser wunderbare Hänger. Einen Hänger in einer ähnlichen Form hatten wir auch schon mal vor ein paar Tagen. Und ja, das hier ist wieder eine Zweier-Variante, wie ihr seht. Ich habe jetzt hier die Variante genommen mit den höheren Shots an der Seite. Ne? Wir können hier ganz normal klar auch sagen, er soll einfach abladen. Dann macht das ähnlich wie das, was wir dementsprechend schon gesehen haben. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Möglichkeit bei der Farbwahl, bei der Beschriftungswahl und sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, ob es vom gleichen Modder ist oder ob es nur ähnlich aussieht, aber wir gucken einfach mal. Ich schmeiße mir eine Runde in den Hängerbereich hier. So. Da sehen wir, und das ist die Grundvariante, die wir jetzt hier haben. Ne? Irgendwie habe ich auch einen neuen Shop hier, oder? Kommt mir das nur so vor. So, hier habe ich, wie ihr seht, alle möglichen Farben, die ich einstellen kann. Nein, auch passende Farben, sage ich mal so. Und dann halt kann man hier die Felgenfarbe wechseln. Man kann die Etikettenfarbe, also die Aufkleber hier wechseln. Holzfarbe, wenn man Holzaufsätze macht. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Ne, kann den Wagen in Orange gesetzen hier. Die Kapazität geht 13.000, 20.000 ist halt der mit dem Holzpart. Oder 25.000 mit dem Metallpart drauf. Den Holzpart, so, wenn man hier mal rangeht, Holzfarbe, ne, seht ihr, kann ich dann den Holzton, damit wahrscheinlich auch die Holzsorte dementsprechend dann ein bisschen mit variieren. Wir können auch, ne, Bretter alt, Raster, ne, und so ein paar andere Sachen hier machen. Wir können hier hinten das Nummernschild festlegen, wenn wir das wollen. Und wir haben auch noch so ein paar andere Sachen ein- und auszublenden. Hier sieht man auch das Reserverad rein und raus oder was immer man möchte. Also schon eine sehr lohnenswerte Geschichte, muss ich sagen. So, gut. Den Part haben wir dann auch. Ich steige hier mal aus. Und wir haben die nächste Mod gleich vor uns. Das ist wieder vom Feelstar Modding Team. Da haben wir heute zwei Mods von am Start. Die letzte wird auch von denen sein. Und wir haben diese System Tech Sachen. Sind ja die, die wir auf der Gamsberg schon nutzen. Das ist ja kein Global Mod, das ist ja von denen selbst. Ich fand die halt optisch immer sehr, sehr schön. Und hier seht ihr selber, hier haben wir mal ein, steht es auch dran, Knollenlager. Ich kann jetzt noch mal einmal hier in den hier reingehen. Den habe ich ja mutwillig hier drunter gestellt, um euch zu zeigen. Hier kann ich jetzt Zuckerrüben laden und Kartoffeln, weil das ist das Einzige, was halt hier auf der Karte eingetragen ist, was vom Lager unterstützt wird. Das erweitert sich natürlich dann dementsprechend, ne, um die Knollen und Arten und Wurzeln und was weiß ich, die wir halt hier sehen. Weil wir sehen da, das sind irgendwie Rüben, ne, also rote Beete wahrscheinlich. Das hier sehen aus, sieht ja aus wie Wurzelgeschichten. Ne. Das könnte, weiß ich nicht, Knoblauch sein. Und dann halt Rüben und Kartoffeln. Das sind Rüben, Kartoffeln. Und das sind Zwiebeln. Ja, ne? Also wie gesagt, sieht sehr gut aus. Sehr schönes Ding. Eine große Abladefläche. Das ist das, was ich bei diesen Lager gerne mag. Dass man keine 17 verschiedene Anfahrpunkte hat, wenn man was abliefern will bei einem Lager. Bei einer Produktion, klar, da kann ich es dann nachvollziehen. Da muss das so sein. Aber hier nicht so unbedingt. Das Ganze kann ich natürlich, wenn ich hier rangehe, auch an- und ausschalten. Ne? Wie ihr seht, habe ich es jetzt gerade ausgeschaltet.
So, ja, das ist schon mal die Variante. Die zeige ich euch natürlich auch im Shop. Die finden wir natürlich dann hier unter Silos. Da haben wir es ganz am Ende. 90.000 kostet das, 1 Million geht dementsprechend rein. Ne, Kapazität. Hier sind natürlich nur die beiden angegeben, die jetzt hier auch eingetragen sind. Wenn auf der Karte bei euch mehr eingetragen ist, wie die Früchte, die ich gerade noch genannt hatte, sollte das, wenn das unter der gleichen Type eingetragen ist, dann eigentlich auch mit denen dann funktionieren. Es ist auch noch dabei schön kompakt gehalten, sieht also sehr gut aus, finde ich. So, damit haben wir die beiden auch schon erledigt und wir hüpfen noch eine Runde weiter, weil zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Jetzt kommt erstmal hier noch ein wunderbares Sprayer-Set. In dem Fall jetzt Amazon. Einmal haben wir den Erweiterungstank, den FT1001, wie ihr seht. Texturenmäßig alles toll. Auch hier schön das ne, Amazon-Logo mit reingesetzt. Und hier oben sehen wir UF1201. Das ist die Spritze an sich dann dementsprechend. Aber auch mit sämtlichen Beschriftungen, Schildern, Texturen, Geschichten. Alles, was man so braucht dabei. Ne? Ich werde jetzt mal das hintere mal auseinanderklappen, damit ihr hier mal den Part seht. Hab natürlich jetzt hier nichts drin, um das fortzuführen, aber ich werde euch gleich natürlich im Shop dann noch die weiteren Sachen zeigen. So, ich werde die Lichtverhältnisse mal ein bisschen ändern, dass man von der Seite rangeht, dann sieht man es ein bisschen besser. Ne? Das ist dann eine schöne Spritze für zu Hause, hätte ich fast gesagt. Ne, für kleinere Betriebe auch halt. Ne? Also, das sieht schon gut aus. So, ja, natürlich, was einige sich jetzt vielleicht noch gewünscht hätten, wäre noch eine Verschlauchung von vorne nach hinten, aber. Ja, aber kann nicht alles haben, ne? Also. So, wir schauen einfach mal. Da sind die guten Stücke. 5.500 kostet der 1000 Liter Tank. Das ist im Verhältnis gesehen zu ihm hier ungefähr okay. Und 24.000 kostet die Spritze. Die hat 1200 Liter drinne bei 15 Meter Arbeitsbreite. Wenn wir das mit den anderen kleinen hier vergleichen. Die haben 21 und 24 Meter Arbeitsbreite bei 1300 Liter und bei 2200 Liter, ne? Kosten auch beide erheblich mehr. Ne? Wir sind hier bei 30.000 und 35.000, die kosten nur 24.000. Also ist eine schöne kleine Alternative, um unten weiter im Segment auch mit Spritzen ansetzen zu können. Finde ich also schon sehr gelungen. So, ja, einen haben wir noch. Da stehen wir auch schon. So schnell geht's. Ja, wir sind beim Fieldstar Modding wieder mal angelangt. Wir sind bei der 8R-Serie von Fieldstar Modding. Hier seht ihr jetzt die 8400R-Variante in der Kommunallackierung. Wir haben hier die Möglichkeiten, Nummernschilder dementsprechend einzublenden. Wir haben die Möglichkeit, sowohl die Farbe vom Fahrzeug wie auch ne, die Felgenfarbe anzupassen. Und selbst hier die Kupplungsfarbe ist angepasst auf Kommunal. Ihr seht selber, das ist alles jetzt auch in Orange. Das lässt sich einzeln einfärben oder nachfärben dann. Ne? Wir hüpfen mal eine Runde rein. Den Lichttest, glaube ich, den sollten wir immer gut bestehen. Auch unsere Rundumleuchtengeschichte funktioniert. Hier drin ist jetzt nicht viel Reaktion, ohne dass der Motor an ist. Ich mache den Motor an. Wir sehen, ne? Die Displays alle schön auch in der Säule gehen an. Man hat, ich zeige es nochmal. Erst ne, die Anfahrt ist ein bisschen mehr Lampen an und dann schaltet alles abgeschreckt, das System. Dann läuft und wir haben jetzt natürlich auch in den Tasten selbst am Lenkrad, wenn ihr zwischen den Speichen guckt, überall ist eine Reaktion jetzt auf die Lichter, auch hier oben im Radio und sowas. Also sehr schön gemacht. Ne? Wenn wir ein bisschen vor- und zurückfahren, sehen wir auch unten Pedalgeschichten sind da. Auch der Hebel am Lenkrad dementsprechend wird bewegt. Ne, Lenkrad dreht sich auch vernünftig mit. Ja, alles schon eine schöne Geschichte. So, ich werde das ganze Stück jetzt mal wieder ausmachen, werde mal rausgehen. Wir werden jetzt mal den Motortest machen. Dafür bin ich jetzt mal eine Runde ruhig. Der Bremsleuchten, alles funktioniert. Ihr seht selber, der Fahrer wiegt sich im Sitz sozusagen. Also alles schon sehr schön und sehr gelungen, muss ich sagen. Ne? Da steht das gute Stück. Ja, apropos, da steht das gute Stück. Natürlich müssen wir uns das noch im Shop angucken. Damit ich das hier nicht vergesse. Das ist natürlich unter Großtraktoren. Hier hinten ganz am Ende. Fieldstar Modding 299.000. Ich weiß gar nicht, was kostet.
Die 8er Serie selber ist hier nur. Da auch 299.000. Ne? Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier einen anderen Shop anhabe. Das kann vielleicht daran liegen, dass ich da den Shop aktiviert habe. Hier haben wir auch nur drei Motoreinstellvarianten, ein bisschen Reifen und das. Das ist halt die normale Version. Und jetzt gehen wir natürlich mehr auf die Fieldstar-Modding-Variante hier über. Und da haben wir Michelin, Nokian und Trelleborg am Start. Natürlich auch verschiedene Reifenvarianten, wie ihr seht, auch Zwillingsbereifung. Wir können sagen Kennzeichen, ne? Ja, nein. Das seht ihr dann sowohl vorne wie auch hinten. Wir haben hier die normalen Motorgrößen, die normalen Designs, also das könnt ihr durchschalten, bis auch hin zu Black Beauty, weil wir auch farblich hier raus eine Black Beauty machen könnten, wenn wir wollen. So, ne? Dann können wir auch die Black Beauty Beschilderung machen, weil die ist dann nicht gelb, die ist dann weiß, wie ihr hier seht. Ne? Wir können auch ein Stückchen runterscalen, dann haben wir hier hinten zum Beispiel noch die Kupplung. Die können wir da auch in Black Beauty, in Kommunal, in Weinrot, in Nachtblau, weil das sind die anderen Farben, Perlweiß, ne? Wie wir es haben wollen. Und die Motorausführung von 290, 342, 394, 450. Und dann haben wir noch die SE, die ne, Special Edition, 650 PS wird uns denn da geboten. Ja? Also wie gesagt, das ist schon auch ganz ordentlich, möchte ich mal so sagen. Ja? So. Gehen wir mal wieder raus. Da steht das gute Stück. Ja, und so sieht es auch leider aus. Da steht das gute Stück, weil wir sind schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ja, wirklich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.